Also, wir möchten Ihnen heute die vorläufigen Ergebnisse aus unserer Phase 3 Zulassungsstudie der Generation HD1 mit dem Tominersen vorstellen. Diese Ergebnisse sind auf dem CHDI in diesem Jahr schon präsentiert worden. Wir haben unsere Präsentation folgendermaßen aufgebaut. Wir möchten uns jetzt gern erstmal ein wenig Zeit nehmen, um den Hintergrund des Programms und die Entscheidungen näher zu erläutern. Danach werden wir dann auf die eigentlichen Daten eingehen, die zu der Empfehlung geführt haben, die Studienmedikation in der Generation HD1-Studie zu stoppen. Diese Daten haben viele Fragen aufgeworfen und ich werde einige der ersten Fragen und Dinge, die wir weiterverfolgen werden, vorstellen. Gleichzeitig gibt es natürlich immer noch eine Menge Fragen, die wir heute noch nicht beantworten werden können. Aber wir werden Ihnen einen Überblick darüber geben, wo wir jetzt gerade stehen und was unsere nächsten Schritte sind. Zunächst möchten wir uns erstmal im Namen des gesamten Teams von Roche und Genentech bei Ihnen allen bedanken und die wundervolle Partnerschaft erwähnen, die wir mit der Huntington Community haben. Wir haben bereits so viel gemeinsam mit Ihnen allen und von Ihnen gelernt und wir werden auch weiterhin viel lernen. Das ist entscheidend und wird auch weiterhin entscheidend für das Tominersen-Programm und die gesamte Huntington Community sein. Unseren ausdrücklichen und wirklich tief empfundenen Dank dafür an dieser Stelle an Sie alle. Ich möchte kurz hervorheben, worauf das Studienprogramm von Tominersen abzielt. Es testet die sogenannte Huntingtin-Senkungshypothese. Das bedeutet, dass es auf die zugrunde liegende Ursache oder das, was als zugrunde liegende Ursache von Huntington angesehen wird, abzielt. Tominersen ist ein sogenanntes Antisens-Oligonukleotid und es bindet an die Huntingtin-mRNA, hier in der Mitte dargestellt. Und das führt dann schlussendlich zu einer Verringerung der Produktion vom Huntingtin-Protein, ganz rechts dargestellt. Tominersen ist ein nicht-allelspezifischer Ansatz. Das bedeutet, dass es nicht nur das toxische mutierte Huntington-Protein reduziert, sondern auch das normale oder das sogenannte Wildtyp-Protein. Diese Folie zeigt die klinische Entwicklung von Tominersen. Sie umfasst die ursprüngliche Phase 1-2a-Studie, die von der Firma Ionis durchgeführt wurde, und die anschließende Open-Label-Erweiterungsstudie, ganz oben dargestellt. Andere Studien sind die Natural History Studie, eine nicht-medikamentöse Studie, die noch läuft, sowie eine kleinere pharmakokinetische und dynamische Studie, die kurz vor dem Abschluss steht. Im Mittelpunkt heute steht unsere Phase 3-Studie, die Generation HD1, bei der die Studienmedikation gestoppt wurde. Diese Studie läuft nun ohne Studienmedikation weiter. Außerdem geht es um die Gen Extend, Entschuldigung, das ist eine Rollover-Studie aus den vorangegangenen Studien auf der linken Seite. Diese Studie läuft ebenfalls weiter, jedoch ist die Studienmedikation bis auf Weiteres pausiert. Was ist also mit Generation HD1 passiert? Wie wir am 22. März in diesem Jahr mitgeteilt haben, hat das sogenannte IDMC, ein unabhängiges Datenüberwachungskomitee der Studie, empfohlen, die Studienmedikation der Generation HD1-Studie zu stoppen. Das IDMC hat damals empfohlen, die Studienmedikation zu stoppen, und diese Empfehlung wurde auf der Grundlage einer Risikobewertung des Gesamtnutzens, also der Abwägung zwischen der Gesamtsicherheit und dem Gesamtnutzen von Tominersen, ausgesprochen. Gleichzeitig wurde empfohlen, die Studie fortzusetzen, um eine Nachbeobachtung der Teilnehmer im Hinblick auf die klinischen und sicherheitsrelevanten Ergebnisse zu ermöglichen und unser Lernen aus der Studie zu maximieren. Warum mussten wir diese erste Ankündigung über eine Pressemitteilung vorbereiten? Darauf möchte ich hier auch noch kurz eingehen. Die Tatsache besteht, dass Roche und Genentech börsennotierte Unternehmen sind,
Und das bedeutet, dass wir verpflichtet waren und auch künftig natürlich immer sein werden, solche Informationen, die Auswirkungen auf den Börsenkurs zeigen können, zunächst über eine Pressemitteilung zu verbreiten, um die Informationen überall zum exakt selben Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Hierzu standen etliche Fragen im Raum, das ist uns bewusst und ich hoffe, dass dies zumindest ein wenig mehr Kontext für Sie alle geben kann, um den Weg, der hier gewählt wurde, zu erklären. Jetzt möchte ich noch kurz erklären, was das Unabhängige Datenüberwachungskomitee oder IDMC kurz genannt ist. Dieses IDMC gab es von Anfang an und es ist ein gemeinsames Komitee, das regelhaft bei solchen Studien eingesetzt wird und so eben auch bei unserer Phase 3 Zulassungsstudie der Generation HD1 eingesetzt wurde. Dieses Komitee traf sich regelmäßig alle 4 Monate, um die allgemeinen Sicherheitsdaten zu betrachten und das Gesamtrisiko gegenüber dem potenziellen Nutzen für die Studienteilnehmer zu bewerten. Dazu erhielten sie Studiendaten auf regelmäßiger Basis, damit sie dazu befähigt sind. Wichtig ist, dass dieses Komitee aus Experten besteht, darunter auch Experten für die Neurologie und für Huntington, die in der Lage sind, diese Bewertung vorzunehmen. Was sie in diesen regelmäßigen Abständen tun, ist die Überprüfung der Daten aus der klinischen Studie und zwar in einer unverblendeten Art und Weise. Roche Genentech bleibt ebenso wie die Prüfärzte und die Teilnehmer verblindet, zu welcher Gruppe in der Studie die Studienteilnehmer zugeordnet werden. Dies ermöglicht eine unvoreingenommene Beurteilung möglicher Medikamenteneffekte. Das IDMC ist unabhängig von Roche, das heißt, es arbeitet nicht für Roche und enthält unverblendete Daten, sodass es tatsächlich beurteilen kann, wie Wirkungen in den einzelnen Gruppen sind, da es weiß, ob sie ein Medikament oder eine Placebo-Verabreichung erhalten haben, was bedeutet, dass es eine sehr robuste Beurteilung vornehmen kann und in diesen regelmäßigen Abständen eine Empfehlung abgibt, ob eine Studie fortgesetzt werden kann oder ob Änderungen vorgenommen werden müssen. Im März diesen Jahres nahm das IDMC eine Überprüfung auf Basis der Daten in den Studien bis Monat 17 oder der Woche 69 vor. Die Woche 69 entspricht dem Monat 17. Im Monat 17 lag eine beträchtliche Menge an Daten für Patienten in allen 3 Dosierungsarmen vor. Auf dieser Grundlage wurde vom Komitee die Empfehlung ausgesprochen, die Dosierung zu stoppen und die Studie fortzusetzen, um die klinischen Ergebnisse und die Sicherheit bewerten zu können. Die Studie für die Generation HD1 war auf 25 Monate ausgelegt, sodass der Stopp der Studienmedikation früher als das geplante Ende der Studie war. Ich werde Ihnen nun im Detail die spezifischen Informationen und Daten erläutern, die das IDMC verwendet hat, um zu dieser Empfehlung zu kommen. Bevor ich jedoch auf diese Daten eingehe, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass dies nicht die endgültigen Daten aus dieser Studie sind. Die Daten, die ich Ihnen heute zeigen werde und die Daten, die sich das IDMC angesehen hat, basieren auf einem vorgeplanten regulären Schnitt im Februar und zu diesem Zeitpunkt hatten etwa 60% der Teilnehmer den Zeitpunkt von Woche 69 erreicht oder den Zeitpunkt des Monats 17. Sie hatten also nicht die 25 Monate erreicht, aber sie hatten weit mehr als die Hälfte der Behandlungsdauer hinter sich gebracht. Die Daten, die ich heute mit Ihnen teilen werde, waren die Daten, die dem IDMC vorlagen. Dazu gehören Patientencharakteristika zu Beginn der Studie, Wirksamkeitsergebnisse über mehrere Messgrößen, die wir teilen werden und weiterhin wichtige Sicherheitsdaten. Es gibt eine Menge Daten, die wir bislang noch nicht haben. Wichtig ist, dass die Daten, die wir haben, ausreichend waren, um diese Empfehlung auszusprechen. Wichtig ist auch, dass wir aus den Daten, die noch kommen werden, noch viel dazu lernen werden. Das beinhaltet den umfassenderen Datensatz der klinischen und der Sicherheitsdaten.
Und wir warten noch auf etwa weitere 10% der Daten von Patienten, die zum aktuellen Zeitpunkt der vorgenommenen Auswertung einfach noch nicht vorlagen. Dabei erwarten wir nicht, dass sich grundlegend etwas an den Ergebnissen ändern wird. Jedoch werden sich die tatsächlichen Zahlen noch einmal ändern. Deshalb möchten wir nochmal betonen, dass es sich hier wirklich um vorläufige Daten handelt. Da dies unerwartet war und der frühe Stopp der Studienmedikation auch nicht geplant war, haben wir ganz viele Proben noch in Kühlschränken oder in Gefriertruhen liegen, die bislang einfach nicht verschickt wurden. Mit den Biomarker-Daten meine ich zum Beispiel Daten, die aus der Zerebrospinalflüssigkeit bestimmt werden, das mutierte Huntington zum Beispiel oder auch das Neurofilament Light, kurz NFL genannt, oder weitere pharmakokinetische Daten. Das sind Daten, wie der Körper Tominersin abbaut. Wir arbeiten hier mit sehr großer Dringlichkeit und an der Logistik, um das alles zusammenzubringen und umfassend auswerten zu können. Wir werden diese Informationen später im Jahr haben, aber wir haben sie heute nicht. Es gibt also noch eine ganze Menge weiterer Daten, die wir bislang nicht vorliegen haben, die wir jedoch, sobald wir sie vorliegen haben, auch mit Ihnen teilen möchten. Das ist eine sehr wichtige Folie. Sie zeigt die Gesamtzusammenfassung der vorläufigen Daten, mit denen wir nun beginnen wollen und mit denen wir auch später enden wollen. Dazwischen werden wir Ihnen alle Informationen erklären, die zu dieser Schlussfolgerung hier geführt haben. Der erste wichtige Punkt ist, dass Generation HD1 insgesamt so gut gelaufen ist, dass es uns möglich ist, Unterschiede zwischen den verschiedenen Armen klar zu sehen und zu evaluieren. Und damit meine ich, dass diese Daten aus dieser Studie überhaupt interpretierbar sind. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Studie wurde sehr gut und valide durchgeführt, mit viel Unterstützung durch die gesamte Huntington-Community und auch mit viel Engagement der Prüfärzte, der Studienzentren und nicht zuletzt natürlich der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und deren Familien. Dennoch war die Gesamtbeurteilung durch das IDMC leider nicht so, wie wir uns es alle erhofft hatten. Basierend auf einer Gesamtnutzen-Risikobewertung der Daten bis zum 17. Monat hat das Komitee empfohlen, die Dosierung in allen Studienarmen zu stoppen. Das war eine Empfehlung für die gesamte Studie. Wir konnten Unterschiede zwischen den verschiedenen Armen von Tominersen, also den verschiedenen Dosierungsarmen, die in der Studie getestet wurden, erkennen. In dem Arm mit 120 Milligramm Tominersen alle 8 Wochen, also der höchsten Dosierung von Tominersen, wurde Tominersen im Vergleich zu Placebo als ungünstig wahrgenommen. Die Annahme war, dass dieser Dosierungsarm besser als Placebo aussehen würde. Stattdessen sah es jedoch ungünstiger aus. Bei dem 120 Milligramm Tominersen-Arm alle 16 Wochen, also der weniger häufigeren, aber zu den Zeitpunkten jeweils mit der gleichen Dosierungsmenge, nämlich 120 Milligramm Tominersen, war die Nutzen-Risikobewertung nicht so eindeutig. Vielmehr schien das Sicherheitsprofil vergleichbar zu sein mit dem von Placebo. Es wurde jedoch kein offensichtlicher Nutzen beobachtet. Auf dieser Grundlage wurde die Entscheidung getroffen, auch diesen Arm zu beenden. Ich werde Sie nun durch die Daten führen, die diese Empfehlung stützen. Bevor wir uns mit der Wirksamkeit, den klinischen Ergebnissen und der Sicherheit befassen, möchte ich eine kurze Zusammenfassung der Charakteristika der Patienten, die wir für diese Studie rekrutiert haben, geben. Das ist eine wichtige Bewertung, die wir vorgenommen haben, bevor wir uns die Daten aus der Studie ansehen, um sicherzustellen, dass die Patienten in den einzelnen Gruppen ähnlich genug sind, um einen robusten Vergleich durchführen zu können. Was Sie hier sehen können, und das spiegelt sich auch in der Tabelle auf den anderen Folien wider, ist der Studienarm mit 120 Milligramm Tominersen alle 8 Wochen gegenüber dem Arm mit 120 Milligramm alle 16 Wochen gegenüber Placebo. Bei den hier gezeigten Merkmalen einschließlich des Alters, der Anzahl an den CAG-Repeats zu Studienbeginn und des Erkrankungsstadiums sehen wir, dass alle Behandlungsgruppen sehr gut ausgeglichen waren. Im Durchschnitt ungefähr 48, 49 Jahre alt, durchschnittlich 45 CAG-Wiederholungen zu Studienbeginn und ungefähr die Hälfte der Teilnehmer in jedem Arm im Erkrankungsstadium 1
was einem TFC-Wert von 10 bis 13 entspricht. Die meisten der verbleibenden Teilnehmer befinden sich im Entwicklungsstadium 2, also in einem fortgeschritteneren Stadium, einige im Erkrankungsstadium 3 oder 4. Das andere, was wir uns jetzt hier noch ansehen, bevor wir die Ergebnisse in einer klinischen Studie auswerten, ist, ob jede der Gruppen die gleiche Menge an Dosen oder Behandlungen erhalten hat und ob es eine unverhältnismäßige Abbruchrate zwischen der einen oder der anderen Gruppe gab. Abbruch bedeutet, dass die Studie vorzeitig abgebrochen wird oder die Dosierung gestoppt wird. Und es gibt hier eine Menge Zahlen, aber das Wichtigste ist, dass wir uns die Abbruchraten anschauen. In Klammern sind die Prozentsätze angegeben, die alle unter 10% liegen. Egal, ob es sich um die Gruppe mit der Tominersengabe, alle 8 Wochen oder alle 16 Wochen oder um die Placebogabe handelt. Das liegt weit unter dem, was wir uns im Vorfeld gedacht oder prognostiziert hatten, als wir die Studie entworfen hatten. Und das ist ein großartiger Erfolg, weil die Generation HD1-Studie eine lange laufende Studie ist. Das andere, auf das ich hinweisen möchte, ist, dass der Prozentsatz der Patienten, die den Zeitpunkt von Monat 17 oder Woche 69 bereits erreicht haben, dieser lag über 60%, das hatte ich bereits erwähnt, und das ist wichtig, denn das bedeutet, dass wir sicher sein können, dass es sich um einen repräsentativen Datensatz handelt. Das Letzte, das ich hier ansprechen möchte, ist, dass unsere Pandemie immer noch andauert und einen gewissen Einfluss auch auf die Generation HD1 im Zeitraum April-Mai 2020 hatte. Ungefähr ein Drittel der Patienten in jeder Gruppe hatte eine Dosis oder einen Besuch versäumt, aber wir erwarten nicht, dass dies am Ende einen großen Einfluss auf die Ergebnisse haben wird. Aber nur um das klarzustellen, die Ergebnisse, die ich Ihnen heute zeige, berücksichtigen das nicht. Es wird davon ausgegangen, dass jeder die Behandlungsdosen wie im Voraus geplant erhalten hat. Das ist etwas, was wir in späteren Analysen untersuchen werden. Aber das wird die Gesamtentscheidung nicht ändern, sondern uns lediglich helfen, mehr von dem zu verstehen, was wir hier sehen können. Im Folgenden werde ich nun zu den vorläufigen klinischen Ergebnissen der GenHD1-Studie übergehen. Ich möchte vorab betonen, dass die Gesamtbewertung der Studie nicht nur auf einem einzelnen Ergebnis oder einer Messung basiert, sondern auf einer ganzen Reihe an Auswertungen. Die ersten 4 Messwerte stammen aus der sogenannten Unified Huntington's Disease Rating Scale oder kurz UHDRS, einer bekannten Ergebnisskala bei der Huntington-Krankheit. Sie setzt sich zusammen aus der funktionellen Kapazität, auch Total Functional Capacity oder kurz TFC genannt, der motorischen Bewertung oder Total Motor Score, kurz TMS genannt, sowie 2 kognitiven Messgrößen, nämlich dem Symbol Digital Modality Test, kurz SDMT, und dem Stroop Word Reading Test, der auch SWRT abgekürzt wird. Diese 4 zusammen bilden den sogenannten Composite UHDRS oder CUHDRS, der alle 4 Messwerte in einem Gesamtergebnis zusammenfasst. Bevor ich Ihnen die Daten für jede dieser Skalen vorstelle, möchte ich einen kurzen Überblick darüber geben, was jede dieser Skalen eigentlich misst, damit Sie bei der Betrachtung der Ergebnisse eine Hilfe haben. Ich beginne mit dem Total Functional Capacity Score oder TFC. Der TFC betrachtet die Gesamtfunktionalität in 5 verschiedenen Kategorien, wie hier aufgelistet. Das heißt, wie gut eine Person, der Arzt bewertet die Funktionsfähigkeit, das heißt, wie gut eine Person in der Lage ist, ihrer Arbeit nachzugehen, ihre Finanzen zu verwalten, häusliche Aufgaben zu erledigen, Aktivitäten des täglichen Lebens auszuführen, sowie die Pflegebedürftigkeit zum Zeitpunkt der Beurteilung. Die Punktzahl für jeden dieser 5 Bereiche werden zu einer Gesamtpunktzahl addiert, wobei die höchste Punktzahl eine 13 ist und eine hohe Punktzahl insgesamt eine höhere Funktionsfähigkeit anzeigt. Ich werde nun die ersten Daten durchgehen.
Auf dieser Folie werde ich ein wenig Zeit verwenden, um auf einige der Besonderheiten einzugehen, damit Sie die Ergebnisse nachvollziehen können, während ich sie zeige. Das wird Ihnen auch helfen, die folgenden Folien zu verstehen, da diese alle sehr ähnlich aufgebaut sind. Der erste Datensatz, den wir uns hier ansehen, zeigt die Veränderung des TFC-Werts vom Beginn der Studie bis zur Woche 69 bzw. dem 17. Monat der Studie. Bevor ich die Daten durchgehe, möchte ich ein paar Hinweise zur Orientierung geben. Die Y-Achse stellt die Veränderung des TFC-Werts dar und die X-Achse die Zeitskala. In diesem Fall betrachten wir die Wochen ab Studienbeginn, also die Wochen 5, 21, 37, 53 und 69, was letztendlich den Zeitraum von 17 Monaten darstellt. Wir haben die drei Dosierungsarme in verschiedenen Farben dargestellt. 120 Milligramm Tominersen alle 8 Wochen ist blau. 120 Milligramm Tominersen alle 16 Wochen ist orange dargestellt. Und Placebo ist grau dargestellt. Zu beachten ist auch, dass die Punkte die Durchschnittswerte in jeder Gruppe darstellen und die Linien oberhalb und unterhalb dieser Punkte die sogenannten Konfidenzintervalle. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Teilnehmer in diesem Bereich liegen. Generell wird davon ausgegangen, dass der TFC-Wert bei der Huntington-Krankheit im Laufe der Zeit abnimmt. Das Erste, was wir hervorheben müssen, ist, dass TFC in allen Gruppen in unserer Studie im Laufe der Zeit abgenommen hat. Wir hatten für Tominersen gehofft, dass wir eine Verbesserung oder ein besseres Ergebnis in den Tominersen-Armen gegenüber dem Placebo-Arm sehen würden. Leider ist das nicht der Fall. In der Tat hat sich der Arm mit Gabe von Tominersen alle 8 Wochen mehr verschlechtert als Placebo. Der 16 Wochen Tominersen-Arm hat sich im Durchschnitt ebenfalls verschlechtert, aber tatsächlich gibt es hier eine Menge Überschneidungen bei den Konfidenzintervallen. Dieses Muster, dass der Studienarm mit 120 Milligramm Tominersen alle 8 Wochen schlechter verläuft als der mit 120 Milligramm alle 16 Wochen, relativ zu Placebo gesehen, zieht sich konsistent durch alle Ergebnisse, die ich Ihnen nun zeigen werde. Jetzt komme ich zum Total Motor Score oder TMS. Dieser wird anhand von 31 Elementen vom Arzt bewertet. Der Gesamtwert kann maximal 124 Punkte betragen. Zwei Beispiele werden hier auf der rechten Seite dargestellt. Einmal der Korea-Score, das heißt, ist koreatische Bewegung vorhanden und wenn ja, in welchem Ausmaß? Und ein weiteres Beispiel ist die Fähigkeit zum Tandemgang. Diese Scores werden zu einem Gesamtwert von maximal 124 addiert, wie bereits gesagt. Im Gegensatz zum TFC, den ich vorhin erläutert habe, bedeutet ein niedriger Wert hier eine bessere motorische Funktion oder eine geringere Beeinträchtigung. Das ist wichtig, um die Ergebnisse auf der nächsten Folie besser einordnen zu können. Und nun zu den Daten. Bei der Huntington-Krankheit wird erwartet, dass die TMS-Werte im Laufe der Zeit zunehmen. Denn dieser Anstieg spiegelt die zunehmende Beeinträchtigung bzw. eine reduzierte motorische Funktion wider. Das war bei allen Gruppen so. Das heißt also, wir haben ein interpretierbares Ergebnis. Die Gruppe, die alle 8 Wochen Tominersen bekam, zeigt mehr Beeinträchtigung im Vergleich zu Placebo. Und die Placebo-Gruppe etwas mehr als die Gruppe, die Tominersen alle 16 Wochen bekam. Es gibt Überschneidungen in den Konfidenzintervallen, aber insgesamt kann man sagen, dass die Gabe von Tominersen leider keine Verbesserung gegenüber Placebo zeigte. Als nächstes folgt der erste der beiden kognitiven Parameter. Dabei geht es darum, die kognitive Leistung zu bewerten, das heißt Denken und Informationsverarbeitung sowie Erinnerungsvermögen. Der Symbol Digital Modality Test oder SDMT ist ein Test, bei dem die Person Zahlen den passenden Symbolen zuordnen muss. Hierzu gibt es einen Schlüssel, den Sie hier auf der Folie sehen können. Und die Teilnehmer müssen in einer bestimmten Zeitspanne so viele wie möglich richtig zuordnen.
Die Anzahl der richtigen Antworten wird addiert und eine höhere Punktzahl bedeutet eine bessere kognitive Leistungsfähigkeit. Hier sehen wir nun die Ergebnisse für den SDMT. Wie bei den bereits gezeigten Daten gibt es letztendlich eine Abnahme der Funktion in allen Gruppen im Laufe der Zeit, wie das für die Huntington-Krankheit zu erwarten ist. Anstatt, wie erhofft, in den Tominersen-Armen ein besseres Ergebnis als mit Placebo zu erzielen, sehen wir dasselbe Muster. Eine Abnahme der Funktion, die im Tominersen alle 8 Wochen Arm am stärksten ausgeprägt ist und auch in dem Arm im Tominersen alle 16 Wochen gegenüber Placebo zu sehen ist. Kommen wir als nächstes zum Stroop Word Reading Test oder SWRT. Dies ist der zweite kognitive Test innerhalb des Composite UHDRS. Hierbei sollen die Probanden die Farben der dargebotenen Wörter benennen. Es handelt sich dabei häufig um Farbwörter, die nicht ihrer Druckfarbe entsprechen. Es wird bewertet, wie viele Farben in einer bestimmten Zeit richtig benannt wurden. Eine höhere Punktzahl bedeutet auch hier eine bessere kognitive Leistung. Hier sehen wir nun die Ergebnisse für den SWRT. Alle Gruppen zeigten in Woche 69 den für die Huntington-Krankheit erwarteten Rückgang der Punktzahl. Entgegen unserer Hoffnung zeigte auch hier die Teilnehmer in Tominersen alle 8 Wochen Arm einen Rückgang verglichen mit Placebo. Wie zuvor auch sehen wir, dass sich die Ergebnisse teilweise mit Placebo überschneiden. Wir sehen also insgesamt keine Verbesserung gegenüber Placebo. Die 4 Skalen, die wir uns angeschaut haben, also TFC, TMS, SDMT und SWRT, können zu einem Gesamtscore addiert werden, der Composite Unified Huntington's Disease Rating Scale, CUHDRS. Ein höherer Wert auf dieser Skala bedeutet eine insgesamt geringere Beeinträchtigung. Betrachten wir nun die Ergebnisse für diesen Composite Score. Nach den vorherigen Ergebnissen ist es nicht überraschend, dass wir hier das bekannte Muster sehen. Das Erste, was auffällt, ist, dass alle Gruppen im Laufe der Zeit abnehmen, wie zu erwarten bei Huntington-Erkrankten. Aber im Gegensatz zu dem, was wir gehofft hatten, zeigte die Gruppe, die alle 8 Wochen Tominersen verabreicht bekam, numerisch eine stärkere Verschlechterung im Vergleich zu Placebo. Das Gleiche gilt für den Arm, der Tominersen alle 16 Wochen bekam. Aber hier gibt es mehr Überschneidung mit Placebo. Insgesamt können wir nicht beobachten, dass Tominersen zu einer Verbesserung der Ergebnisse geführt hat. Als nächstes schauen wir uns noch das sogenannte Montreal Cognitive Assessment oder MoCA an. Das ist eine Reihe von verschiedenen, die auf der linken Seite der Folie dargestellt sind, Tests. Der MoCA wurde erhoben, um zu verstehen, wie Änderungen in SDMT und SWRT mit Änderungen der globalen kognitiven Funktion zusammenhängen. Der Höchstwert liegt bei 30 und ein höherer Wert bedeutet eine geringe Beeinträchtigung. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass alle Mittelwerte über dem Ausgangswert bleiben. Das heißt, es gibt im Durchschnitt keine Abnahme der Funktion. Eine Sache, die wir sehen und die mit den vorherigen Auswertungen übereinstimmt, ist jedoch, dass der 8-Wochen-Arm über die Dauer der Beobachtung numerisch etwas schlechter als Placebo verläuft. Der 16-Wochen-Arm ist ebenfalls konsistent mit den Ergebnissen der anderen Auswertung. Das letzte klinische Ergebnis, was wir uns anschauen wollen, ist der Clinical Global Impression Severity oder CGIS-Wert. Mit diesem Wert bewertet der Arzt den Gesamtschweregrad der Huntington-Krankheit bei einem Patienten mit einer Punktzahl von 0 bis 10. Dabei ist 0 überhaupt nicht schwer und 10 extrem schwer.
Wie bei der Huntington-Krankheit zu erwarten, nahm die Krankheitsschwere in allen drei Armen im Laufe der Zeit zu. Aber es gibt weitreichende Überschneidungen in den Konfidenzintervallen bei dieser Auswertung. Insgesamt verläuft wieder der 8-Wochen-Arm etwas schlechter, numerisch gesehen, als der 16-Wochen-Arm und Placebo. Zusammenfassend kann man sagen, dass die gezeigten Ergebnisse in ihrer Gesamtheit zu der Schlussfolgerung führen, dass 120 Milligramm Tominersen alle 8 Wochen ungünstig im Vergleich zu Placebo ist und dass es keinen beobachtbaren Nutzen einer Tominersengabe alle 16 Wochen gibt. Ich möchte als nächstes zur Analyse der Sicherheitsdaten kommen, die zusammen mit der eben gezeigten Wirksamkeit für diese Gesamtnutzen-Risikobewertung wichtig sind. Sie sehen auf diesem Slide eine Tabelle mit unerwünschten Ereignissen oder Nebenwirkungen insgesamt für die 3 Studienarme nach Schwere des Ereignisses. Aufgrund der Fülle der Daten möchte ich hier nicht ins Detail gehen, aber darauf hinweisen, dass insgesamt etwa der gleiche Prozentsatz der Patienten ein unerwünschtes Ereignis oder eine Nebenwirkung zeigte. Es gibt statistisch keinen Unterschied zwischen den 3 Armen. Rein numerisch können wir aber wieder beobachten, dass in der Tominersen-8-Wochen-Gruppe mehr Teilnehmer schwerwiegende unerwünschte Ereignisse erleben als in der Placebo-Gruppe. Dagegen unterscheidet sich die 16-Wochen-Gruppe nicht von der Placebo-Gruppe. Dies spiegelt sich auch in diesen Daten wider, wo wir uns genauer ansehen, welche Art von unerwünschten Ereignissen beobachtet wurde. Gezeigt werden hier unerwünschte Ereignisse, die mit einer Häufigkeit von über 5% in jedem Arm gemeldet wurden. Insgesamt waren die häufigsten beobachteten Ereignisse Stürze, das Postlumbalpunktionssyndrom, prozedurale Schmerzen, Kopfschmerzen und Schwindel. Im Allgemeinen war der Prozentsatz der Patienten, bei denen diese Ereignisse auftraten, bei der 8-wöchigen Behandlung höher und bei der 16-wöchigen Behandlung vergleichbar mit Placebo. Wir haben uns in dieser Studie auch Daten aus der Bildgebung des Gehirns angesehen, gemessen durch Magnetresonanztomographie. Ich werde Sie durch diese Daten führen und versuchen, sie zu erläutern. Wir haben uns dabei das gesamte Hirn angesehen, sowie spezifische Bereiche im Caudatum. Letzteres sind tiefe Strukturen im Gehirn, die bei der Huntington-Krankheit besonders betroffen sind. Des Weiteren haben wir uns auch das Volumen der Ventrikel angeschaut. Das sind die Lücken zwischen dem Hirngewebe, die die Liquorflüssigkeit, also die Rückenmarksflüssigkeit, enthalten. Das gesamte Gehirn schrumpft etwas im normalen Alterungsprozess und besonders bei Morbus Huntington kommt es in den Regionen des Caudatum zu einer Atrophie, wie wir es nennen. Das heißt zu einer Verringerung der Hirnmasse im Laufe der Zeit sowie zu einer Vergrößerung der Ventrikel. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir einen Placeboarm in dieser Studie haben, damit wir die Effekte von Tominersen gegenüber Placebo auf diese Parameter bezogen vergleichen können. Für die Abnahme der Gesamthirnmasse im Laufe der Zeit sahen wir keine Unterschiede zwischen Tominersengabe und Placebo. Wir sahen auch keine medikamentenbedingten Unterschiede in der Atrophie oder der Abnahme der Masse des Caudatum über die Zeit im Vergleich zu Placebo. Was wir jedoch sahen, war eine Zunahme des ventrikulären Volumens bis zum Zeitpunkt der Woche 69. Für den 8-Wochen-Arm betrug die Zunahme des Volumens im Durchschnitt 24%. Versus 17% bei Gabe alle 16 Wochen und 11% im Placebo-Arm. Wie bereits erwähnt, sehen wir also einen Unterschied zwischen Tominersen und Placebo. Wichtig ist jedoch, dass bei der überwiegenden Mehrheit der Teilnehmer diese Veränderung oder Vergrößerung des ventrikulären Volumens nicht zu klinischen Symptomen im Zusammenhang mit diesem Befund geführt haben. Wir haben die Teilnehmer vom Beginn dieser Studie an sehr genau beobachtet und es gibt weiterhin eine strenge Überwachung und Nachbeobachtung der Teilnehmer. Wir sind sehr daran interessiert, sorgfältig zu untersuchen, wie sich diese Veränderungen des ventrikulären Volumens im Laufe der Zeit entwickeln und werden dies genauestens bei Patienten nach Absetzen des Medikaments beobachten.
Dies ist die letzte Datenfolie. Sie beschreibt weitere Sicherheitsdaten, die wir zur Verfügung haben. Ich möchte von links nach rechts anfangen mit den Eiweißmolekülen und weißen Blutkörperchen in der Rückenmarksflüssigkeit, nach denen wir suchen, weil sie ein Zeichen für eine Infektion oder Entzündung sein können. Was wir gesehen haben, ist, dass die Eiweißmoleküle in der Rückenmarksflüssigkeit erhöht waren, in der Gruppe, die alle 8 Wochen behandelt wurde, im Vergleich zu der Gruppe, die alle 16 Wochen behandelt wurde und auch der Placebo-Gruppe, sodass wir dort ein Signal gesehen haben. Wir haben auch eine Zunahme der weißen Blutkörperchen in der Rückenmarksflüssigkeit in beiden Tominersen-Behandlungsarmen gesehen, was wir weiter untersuchen werden. Wir haben uns des Weiteren die Auswirkungen auf die Blutplättchen angesehen. Das sind die Zellen, die bei der Blutgerinnung helfen, sowie die Nierenfunktion und die Leberfunktion. Es wurden keine Veränderungen oder Risiken mit Tominersen gegenüber Placebo bei diesen Parametern festgestellt. Bei Untersuchungen mittels der Columbia Suicide Severity Scale, ein Maß für den Schweregrad des Suizidgedanken und des suizidalen Verhaltens eines Teilnehmers, sahen wir auch keine Unterschiede zwischen den Gruppen. Zusammenfassend kann man sagen, dass insgesamt keine neuen Sicherheitssignale für Tominersen identifiziert wurden, basierend auf diesem 17-monatigen Datenpunkt. Die 120 Milligramm Dosierung alle 8 Wochen wird weniger gut vertragen als die Dosierung alle 16 Wochen und Placebo, was vor allem auf die höhere Inzidenz spezifischer unerwünschter Ereignisse zurückzuführen ist. Das ist zum einen die Zunahme des ventrikulären Volumens sowie die Erhöhung der Proteine in der Rückenmarksflüssigkeit. Anders sieht es für die 120 Milligramm aller 16 Wochen aus. Tatsächlich ist das Sicherheitsprofil insgesamt vergleichbar mit dem von Placebo. Es gibt weniger unerwünschte Ereignisse, aber wir haben auch in dieser Gruppe eine Zunahme des ventrikulären Volumens gesehen, die wir weiterhin untersuchen werden. Insgesamt war diese von geringerem Ausmaß als das, was bei der Dosierung alle 8 Wochen beobachtet wurde. Dies ist nun die Zusammenfassung, die sowohl die klinischen Ergebnisdaten als auch die Sicherheitsdaten abbildet. Auf Basis dieser Daten bis zum Monat 17 oder der Woche 69 hat das IDMC empfohlen, die Dosierung in allen Armen zu beenden. Der Grund dafür ist, dass die Dosierung von 120 Milligramm alle 8 Wochen im Vergleich zu Placebo ungünstig war und obwohl der 16-Wochen-Arm ein Sicherheitsprofil hatte, das mit dem von Placebo vergleichbar schien, können wir keinen offensichtlichen Nutzen beobachten, sodass es keinen Grund gibt, die Teilnehmer in dieser Studie in diesem Dosierungsarm weiter zu behandeln. Das sind natürlich absolut nicht diese Ergebnisse gewesen, die wir uns alle erhofft hatten. Und es ist ohne Frage ein herber Rückschlag für uns alle. Lassen Sie uns gemeinsam nach vorne schauen. Es gibt eine Reihe von Fragen, die durch die Daten aufgeworfen werden und wir werden kontinuierlich weiter daran arbeiten, diese Fragen zu beantworten. Besonders die grundlegende Frage, warum die Generation HD1 kein positives Ergebnis gezeigt hat. Wir haben viele weitere Fragen, die diese Ergebnisse aufwerfen und wir haben viele weitere Punkte, die wir uns anschauen müssen, sobald wir die Daten haben, die in den nächsten Wochen eintreffen werden. Gibt es zum Beispiel eine Dosierung oder eine Exposition, also eine Menge an Tominersen, die die unterschiedlichen Ergebnisse beeinflusst? Wir haben uns die Dosierungen in den Armen angeschaut und wir werden hier noch weiter ins Detail gehen, wo und ob sich eventuell weitere Dosis-Wirkungsbeziehungen finden lassen. Und wir werden uns anschauen, ob es irgendwelche Beziehungen zwischen Biomarkern und dem Ansprechen von Tominersen gibt. Weiterhin werden wir auch klären, ob es bestimmte Patientencharakteristika gibt, die das Ansprechen verändern oder beispielsweise das Krankheitsstadium selbst einen Einfluss auf das Ansprechen auf Tominersen hat. Es gibt auch Fragen rund um das grundsätzliche Wirkungsprinzip des Absenkens des Proteins.
Weitere Fragen sind, ob es einen Schwellenwert gibt, auf den wir bei der Dosierung von Tominersen achten müssen, sowie Fragen rund um die Verabreichung direkt in die Rückenmarksflüssigkeit. Daher werden wir die Fragen dieses Ansatzes, des Tominersen-Ansatzes und die allgemeine Verträglichkeit weiterhin untersuchen. Wir haben also wichtige nächste Schritte für die Generation HD1 und auch der GenExtend-Studie vor uns. Wenn wir nun die Daten sammeln und weiter analysieren, wurden die zukünftigen Dosierungen in der Generation HD1-Studie gestoppt und in der GenExtend-Studie bislang pausiert. Beide Studien laufen jedoch weiter. Es ist sehr wichtig, dass die Teilnehmer sorgfältig für sich erwägen, weiterhin in den Studien zu verbleiben, für sie individuell, für ihre eigene klinische Sicherheit und auch für die Gesamtergebnisse der Studie ist das wichtig. Außerdem ist wichtig, dass den Studienteilnehmern bis zum Ende der Studie nicht gesagt wird, in welcher der drei Behandlungsarmen sie waren. Sie werden also verblindet bleiben und sie werden nicht wissen, ob sie alle 8 Wochen oder alle 16 Wochen Placebo bekamen oder Tominersen, und der Grund dafür ist, dass wir die Verblindung beibehalten müssen, weil die Studie ja noch weiterläuft. Das stellt die robusteste Auswertung der Daten sicher, um noch so viel wie möglich aus dieser Studie lernen zu können. Die Dosierung in GenExtend ist pausiert. Der Grund dafür, dass wir pausieren und nicht stoppen, ist, dass wir uns einfach noch etwas Zeit nehmen müssen, um alle Daten zu überprüfen, die noch eintreffen werden. Das wird uns helfen, besser zu verstehen und dann zum gegebenen Zeitpunkt auch eine Entscheidung treffen zu können, ob die GenExtend weitergehen wird, ob die Dosierung in GenExtend weitergehen wird oder nicht. Diese Entscheidung wird zum gegebenen Zeitpunkt gefällt werden. So, wir sind nun bei der letzten Folie angekommen. Ich möchte noch einige sehr wichtige letzte Dinge besprechen. Die Ergebnisse und der vorzeitige Abbruch der Generation HD1 ist ganz sicher nicht das, was irgendjemand von uns sich gewünscht hat, und es ist und bleibt enttäuschend. Wichtig ist, dass die Studie weitergeht, und wichtig ist, dass wir aus den verbleibenden Daten, die wir noch sammeln werden, viel lernen können. Das Engagement der Studienteilnehmer, der Prüfärzte und der Studienzentren hat uns bereits viele Informationen geliefert. Und ich möchte nochmals betonen, dass noch viel mehr Informationen kommen werden. Insgesamt werden wir das, was wir lernen, sehr, sehr hilfreich sein für uns und die Community, um nächste Schritte für Tominersen und auch nächste Schritte im Hinblick auf die ganz allgemeine Entwicklung von wirksamen Medikamenten für Huntington-Patienten voranzubringen. Unsere Verpflichtung bei Roche und Genentech besteht darin, dass wir mit der größtmöglichen Dringlichkeit und Sorgfältigkeit daran arbeiten, wirklich alle Proben und alle Daten zu erfassen und zu analysieren, auszuwerten und dann auch alle zusammen gemeinsam das Ausgewertete anzusehen. Abschließend möchte ich Ihnen allen ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Ich wende mich damit an alle Studienteilnehmer, an ihre Familien und an alle beteiligten Studienzentren und an die ganze Huntington-Gemeinschaft. Nichts von all diesem wäre möglich gewesen ohne Ihre Hilfe, Ihr Zutun und die Zusammenarbeit und die Partnerschaft mit uns. Das alles wäre nicht möglich gewesen. Und hier einfach nochmal ein großes Dankeschön an Sie alle. Und Dankeschön auch fürs Zuhören.